Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 5 hier auf Mutsum LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Marc ist wieder mit dabei. Das ist eine Lüge. Und wir haben ein bisschen die Waffen geändert. Ich habe mir jetzt eine Desert Eagle als Pistole, will ich jetzt mal probieren. Nein, Radio aus. Wir müssen uns jetzt mal ein Ziel überlegen. Was machen wir denn jetzt Cooles? Könnten auch... Das Gefängnis bietet doch auch was an. Ach, meinst du diese beiden Flaggen da? Ja, Virgil genau. Minkler und Earl Whitehorse? Richtig. Ganz ehrlich, was ich gerne möchte ist, ich möchte glaube ich erstmal so die Karte noch weiter frei machen. Dann fahr los. Das heißt, der nächste Punkt wäre dann an dem Ding, das wir da frei gemacht haben, vorbei und zum nächsten, zum Prepper-Versteck daneben. Ah ja, genau das. Ja, hier hinten ist ja noch so ein Versteck. Fahren wir da hinten mal durch. Wenn uns einer in die Quere kommt, baller ich ihn ab. Genau. Was ist denn da? Achso, Schild. Hat der Bär da tatsächlich ein Tier gerissen? Kriege ich das Fell? Mist. Schade. Gibt keins? Nee. Dreck. Moment, was heißt denn? Ich will das jetzt mal probieren. Wow, ich kann tatsächlich eine Dose aus dem Auto werfen. Was bringt mir das bitte? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn das Tier auf der... Wenn so ein Bär auf der Straße ist, gehe zur Seite. Erstmal Dose drauf werfen. Das könnte sein. Oh, da vorne, was ist da los? Oh, Geiselnahme. Was ist das denn jetzt? Das warst du? Ja! Der Typ heizt einfach in die zwei rein. Jo, alles klar. Oh nein, da vorne sind zwei gewiss. Der eine hat auf uns geschossen und der andere ist in den Wald gerannt und ich dachte, dass der hätte auch eine Waffe und wollte uns holen. Ohne dich wäre ich. Nee. So eine Scheiße. Ja, gut. Mal passiert sowas, ne? Gib mir Deckung, ich stürme los! Oh, den will ich jetzt nicht abschießen. Ich schick dich direkt in die Hölle. Wieso hat er auf mich eingehauen? Weiß ich nicht. Jetzt ist er wieder cool drauf. Ja, halt auch. Hm. Jetzt nimmt er sich dem seine Waffe. Da war so ein Angel-Ding. Okay, gehen wir weiter. Jetzt nicht wieder über die Straße rennen, ja? Das machen die Leute ja ganz gerne. Ich versuche ja wirklich keine Zivilisten zu töten, aber manchmal, das ist einfach unglücklich gelaufen. Manchmal erkennt man das so schnell einfach nicht. Hinter uns ist irgendein böses Boot. Ja, ne, lassen wir es. Ah, ist nur ein Boot. Ja, erkennt man so schnell nicht. Er ist böse. Darf ich den? Ja, bitte. Ach komm. Weißt du, den eben habe ich im Laufen einfach mal so weggehauen. Aber nur weil er ein Zivilist war. Den Gegner treffe ich natürlich nicht direkt. Auch ich suchte für viele Jahre. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück anliegen Käse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des... Das ist nicht echt. Ist doch egal, ist ein Fell. Ja, nicht, dass es ein Büffel ist oder so. Ich krieg nicht. Tja, das waren wieder einige meiner Pfeile. Ich habe brennende Schrotmunition gekauft. Cool. Oh. Die muss ich nachher gleich mal ausprobieren. Da vorne richtig ist schön. Der Bär noch. Oh ja. Wenn ich den überrolle... Ich kann ihn auch abknallen. Ja, warte, ich habe meinen Pfeil und Bogen, wenn er da wirklich steht. Der steht da.
Okay, ich nehme die Verfolgung auf. Ich finde euch, ja. Ja, danke. Nein! Lass das Fell in Ruhe! Oh, falsche Taste. Ich wollte hupen. Sag mal. Was soll das? Jetzt ist der Zivilist gestorben, weil die hier alle schießen wie die Blöden. Ja, was ist denn falsch bei denen? Sag mal, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Weiß ich nicht, hier ist gerade voll die Hektik. Der will an unser Geschütz, der Wichser. Kann er mal schwer vergessen. Also jetzt. Jetzt ist aber mal gut hier. So. Haben wir es jetzt alle? Ja, hoffentlich. Gott. Sind die nervig, ja. Ich glaube, sie sind weg. Nee. Irgendwo schießt es doch noch. Was können die nerven, ey? Was sind das vorne für Geräusche? Ist wieder ein Bär. Und die arme Frau hier tot. Die nehme ich aber mal mit. Psch, psch, psch. Sollen das einfach nur die Vögel sein in der Nacht? Weil das hört sich so komisch an. Ich dachte, dass hier irgendein komisches Tier wäre. Nee, ja, okay. Das sind wahrscheinlich nur so Frösche und so. Okay, fahren wir weiter. Mhm. Bitte was? Wir haben noch einen weiten Weg. Richtig. Wir können jetzt halt anhalten für jeden Scheiß. Du hast es aber auch heute. Sie ist schon wieder hier. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Warum? Es wippt komisch. Okay. Oh, nee. Habe ich jetzt kein Verständnis für. Dreckiger. Ach, den hol ich. Ach komm. Ich will einen Roadkill machen. Da müssen wir nicht lang. Ein Büffel. Nee, den will ich nicht roadkillen. Ach komm. Wer ist denn da rechts? Ach, der LKW. Knall ihn ab. Komm, zeig dich. Ach so. Okay. Vorne ist der nächste. Der hat eine Geisel. Ja. So. Hartnäckig, der Wicht. Hey. Dropmans Haus ist eine richtige Festung. Wenn ich Hilfe benötige, würde ich dahin gehen. Sieh dort mal vorbei, vielleicht können Sie Unterstützung brauchen. Herk! Auftrag entdeckt, Herk! Den besuchen wir doch gleich mal, oder? Auf jeden Fall. Hat schon wieder so einer. Da vorne ist unser Ziel. Wir sind fast da. Ich weiß noch nicht, ob da auch Alarme geben wird, aber ich glaube eher nicht. Da ist ein Prepper versteckt noch. Das ist einfach nur hier die Tankstelle. So, okay, die holen wir uns. Ach, das sind Zivilisten hier.
Das war auch unfreundlich. Oh. Alter, die kommen hier von überall. Die kommen aus allen Löchern gerade raus. Ich habe vielleicht die Tankstelle in die Luft gejagt. Wieso kommt hier vorne ein Auto raus? Ich bin hier reingegangen, habe auf den Knopf gedrückt und dann kam das raus. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, weil hinten konnte man die Tür eintreten. Wie geht's also, noch weiter? Also, Prepper-Notiz. Ja, warte, hier ist jetzt wegen dem Versteck hier. Ich habe euch gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen, den Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe. Er ist irgendwo in der Garage. Okay, also irgendwo hier ist ein Schlüssel. Aber warte. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, Lissa hat gerade geschrieben, wegen Debris, sie ist gerade eher am Kochen, deswegen können wir Far Cry weitermachen. Okay. Ich habe ihr gerade mal geschrieben, wir suchen uns am besten am Wochenende irgendwo, wenn wir mal genug Zeit haben, einen Termin für Debris. Ich kann ja schon sagen, dass ich mit ihr Debris aufnehme, weil Debris wird hier vor auftauchen. Wird hier vor released. Ach so, ja. Dann. Also geplant habe ich Resident Evil 7. Da wollte ich eigentlich die DLCs machen, aber stattdessen mache ich erstmal Debris. Dann Resident Evil 7 DLCs und dann Far Cry. Mhm. Hat das wieder so ein Wanted-Schild von uns? Ach, hier ist die Schlüsselkarte. Moment. Hier ist das, wo ich bin. Wo bist du denn? Du siehst mich doch durch die Wände, das blau leuchtende. Ach, blau leuchtende Gestalt. Was ist denn da? Mit der Schlüsselkarte zu, da ist ein Auto. Ich denke mal, das ist das, was wir öffnen sollen, das Prepper-Versteck. Also nochmal kurz, weil ich habe eben mir selber nicht richtig zugehört. Ich habe euch gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Also, ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Also, die Ausrüstung ist in dem Auto da vorne drin. Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen. Okay, das ist der zweitbeste Wagen, den du rausgeholt hast, den Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe, er ist irgendwo in der Garage. Das heißt, wir werden hier irgendwo die Schlüsselkarte finden, um das zu öffnen. Hörst irgendwo, du doch. Nein. Das ist nicht grad, achso. Irgendwo in der Garage, hat er gesagt. Also hier wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich. Ne? Ja, hier in den vorderen wird es nicht sein. Plündern voll. Wieso ist hier ein toter Vielfraß? Ein toter was? Der da. Da rechts. Ich hab ein Klo. Hä? Oh. Ja. Da drinnen liegt auch noch Oregano. Das kannst du dir mitnehmen. Das können wir, glaube ich, auch verkaufen. Gewürze. Oh. Finde das Versteck. Na ja, gut, das Versteck ist jetzt nicht so schwer zu finden. Nee. Hey. Was höre ich da? Viel Spaß. Okay. Warum? Ich dachte eigentlich, dass ich... Deswegen hier. Ich dachte eben schon, dass ich nur einen Schuss hatte, aber da waren doch noch Kugeln drin. Ich hatte nur neue Magazine mehr. Na gut. Oh, Kohle, guck mal hier. Und Hefte. Oh. Und Munition. Noch mehr Kohle. Ist das Herc? Hm. Wo ist Munition gewesen? Hier auf dem Tisch. So. Oh, dann hast du die schon. Ne, da liegt Munition, aber das ist... Ach doch, ist doch für meine Pistole. Schick. Oh nein, sieht von innen aus wie mein Auto. Von den Sitzen her zumindest. Ja.
Ich sitze auch so. Oh, Radio aus. Aha. Mhm. Sieht doch gut aus. Dann nehmen wir das Auto doch und fahren zum nächsten Punkt. Feuer frei. Was soll das denn heißen? Hm? Das ist ein Jagdgebiet. Was du da markiert hast. Ja, Goldforelle, schwer, steht dahinter. Ja, schwere Goldforellen. Bei keinem anderen Tier stand da irgendwie dahinter leicht, mittel oder schwer, aber bei der Goldforelle steht schwer. Und das hat mich ja heißt, doch interessiert. Ja, guck mal, hier ist auch eine Angel. Okay. Wow, hier sind Drogen. Was ist mit ihm? Er verschreckt mir die Fische. Da. Mann. Alter, wieso sind hier so die mega krassen Drogen? Das ist das, was mit schwer gemeint ist. Wann weiß ich denn, wann ein Fisch dran ist überhaupt? Das merkst du. Also du siehst dort diese Dinger, die kommen zu deinem Haken hin. Siehst du dort? Mhm. Und dann wird gezogen. Dann musst du erst... linke Maus hast du, glaube ich, einziehen, oder? Rechte. Okay, da musst du erst die linke, um irgendwas zu machen, dann die rechte und dann musst du mit der Maus dagegen halten. Hm. Mit Z war das richtig? Ja. Komm, Fisch, Fisch, Fisch. Du kannst mal ein bisschen das Ding näher ziehen, damit es so ein bisschen Bewegung ist, damit die Fische das interessanter finden. Einfach weiter. Verdammter Vielfraß. Spawnt hinter mir. Sieht das aus wie ein Bär und wird dann zum Vielfraß. Das ist nicht so cool. Oh, bei dir ist was dran. Ich weiß nicht, wie man gegenhält. Du musst mit der Maus, musst du, wenn es nach rechts zieht, musst du nach links ziehen. Ah. Damit er dich nicht zieht, damit du quasi ihn wieder wegziehst zu dir hin. Mist. Also ich habe bis jetzt auch nur einen Fisch geangelt, also so Profi bin ich nicht. Ich auch nicht. Ach, scheiß auf Angeln, ist mir doch zu dreckig. Warte, ich hab was, irgendwas hab ich. Nein! Angel gerissen? So kurz vorher, ja. Meine auch, deswegen. Es war direkt vor mir. Oh, einmal will ich noch probieren, ich. Goldforelle gefangen. Ach, das Ding ist so winzig. Wie können wir das Ding abbeißen? Abreißen. Es ist gerade mal so groß wie ein Zeigefinger.
Meine Goldforellen wollen nicht. Ja, wir machen einfach mal eine Angelfolge. Eine will ich noch, die geben bestimmt gut Geld, kann ich mir vorstellen. Ach, Scheiße. Okay, ich weiß, was das mit dem Reißen auf sich hat. Das ist mir gerade mal so in den Kopf gekommen. Ja. Man muss wahrscheinlich wieder Leine lassen. Ja, genau. Immer loslassen, weil deine Leine wird von grün dann zu gelb und dann zu rot. Ja, ich merk's auch gerade. Boah, das ist aber jetzt ein Kampf hier. Komm doch aus dem Wasser, du Sau. Oh, Junge! Siehst du, wo der rumdüst? Noch eine Goldforelle, Gott sei Dank. Ich bin mit zwei zufrieden, das reicht mir. Ich will wenigstens eine. Ich kann versuchen, dir eine rauszuschießen. Ach, scheiß Angeln! Mann, das ist doch ein Kack! Ich geb's auf. Steck dir deine Goldforellen doch sonst wo rein. Moment, ich will erstmal schauen, wir haben Fertigkeitenpunkte. Ein paar, wie viele hast du bis jetzt? Kannst du dir schon irgendwas 12. Geiles leisten? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich hab 8. Ich hab den Schwarzmarkt halt noch nicht freigeschaltet. Ich hab den schon, ich würde mir Gewehrmeister holen. Wo ist das? Ich würde gerne mitgewehren. Zweites Ding, letzte Reihe Mitte. Okay. Also Schwarzmarkt denke ich drüber nach. Ansonsten, den Wingsuit kann ich als nächstes mit 4 Punkten. Stimmt, der wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, den werde ich mir jetzt erstmal holen. Ja. Wingsuit. Der macht Sinn. Und das ist vielleicht Reisetasche. Für ach, auch erhöhen. Größeres Inventar, das ist mit den 5 Erste-Hilfe-Kits und so, aber ja. Mal sehen, ob dazu Fälle auch zählen und so. Das müssen wir dann mal ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall den schon mal meinen. Rechts, das Auto. Der hat irgendwas. Also du redest von dem Auto. Ich glaube, wir haben 2 komplett unterschiedliche Ziele vorgenommen. Ja, du jagst das Tier. Ja. Das kriege ich nicht mehr. Bergauf komme ich nicht so gut hinterher. Nee. Wo ist unsere rote Karre? Hast du die da unten? Ach ja, genau, da ist sie. Oh, ich drücke als E zum Hupen. F musst du zum Hupen. Wer sieht uns? Wer entdeckt uns denn jetzt schon wieder? Da oben, der ist böse. Warte, ich hab meine Sniper. Okay, dann eben nicht. Jetzt hat er da oben keinen Stuff. Fahren wir hoch. Ja. Ah ne, mit dem Auto kommen wir nicht auch. Müssen wir zu Fuß gehen. Ah, da oben ist sogar noch mehr. Da ist irgendwie ein Wachturm noch. Keine Ahnung, ob das irgendwas. Der hat auch ein Funkgerät, der Typ. Oh, ein schöner Raketenwerfer. Mhm. Ist eigentlich auch gar nicht so eine dumme Idee, einen Raketenwerfer dabei zu haben irgendwann. Hier ein MG-Turm. Moment, ich schau mal kurz auf der Karte, was da oben ist. Da ist jedenfalls nichts Wichtiges auf der Karte eingezeichnet.
lassen wir das erstmal aus. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Außenposten, um die Leute zu knattern, die hier langfahren. Mhm. Also, ich wollte gerne hier hinten noch weiter schauen, dass wir mal hier zur Brücke fahren. Und da in der Nähe ist nämlich auch dann... Was guckst du mich so an? Gut so. Da in der Nähe ist auch wieder eine Basis mit also sowas Größeres zum Einnehmen. Ja, ja, ja. Pronghorn? Neues Jagdgebiet Pronghorn. Das kenne ich noch nicht, das Tier. Die könnten gut Geld bringen. Ist das da schon vor uns? Fast. Das hier vor uns ist auf jeden Fall etwas. Das wurde mir vorher auf der Karte nicht angezeichnet. Das gucken wir uns jetzt mal an. Irgendein Ölturm oder sowas. Ja. Also die Basis ist das nicht. Bei der Basis würde ich vorsichtiger gehen, aber hier können wir mal. Da ist ein Hund. Oh ja. Das sind Wölfe. Wölfe, riechst. Ja gut, wenn hier nur Wölfe sind, dann, ups. Nee, das sind auch noch andere. Siehst du die? Ja, ich sehe sie. Zeit für meine Schrotflinte. Aber die Wölfe haben mir auf jeden Fall angegriffen. Und die kämpfen auch gegen die Wölfe. Oh, hier sind aber auch Zivilisten, also man muss da aufpassen. Ja, ich mach die alle im Nahkampf weg. Ja. Silent Takedown. Ach, der brennt. Okay, das macht Spaß. Da draußen fährt einer. Das sind Feinde. Nicht mehr lange. Au! Ach du Scheiße! Was geht denn da auf einmal ab? Was ist denn? Wo denn? Draußen auf einmal richtig abgeschossen wurde ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe hier nur Leichen. Von irgendwem. Da auf der Seite, ja. Da, da im Busch sitzt der. Diese Drecksau. Der hat ein LMG gehabt, der Kerl. Der hat mich voll zusammengeschossen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Den nicht gesehen da in seinem Busch. Also der hatte auf jeden Fall irgendein schweres MG, so hat sich das angefühlt. Ja. Okay. Meine Güte. Jetzt geht's aber los hier. Sektnotiz, das Bliss wird nicht ohne Grund an unterschiedlichen Orten gelagert. Ist es wichtig, dass wir das Bliss für die Zeit nach dem Kollaps getrennt von dem Bliss aufbewahren? Das wir für die Angels und die Wasserversorgung brauchen. Wenn jemand nach ein paar extra Fässern fragt, dann lasst euch das zuerst von Faith absegnen. Und merkt euch gut, wer da fragt. Wo? Hier oben auf den Containern. So eine Treppe. Sag mal was, da ist ein Vielfraß. Du kannst aber auch die Treppe nach oben nehmen, ne? Du musst da jetzt nicht. Ja. Keine Lust. Nein, nein. Hier sind ein paar Sachen zum Looten, ein bisschen Munition, ein bisschen Geld. Was? Hast du das auch gehört? Ja, so ein... Ja. Und hier kann man nach draußen. Och, ist das eine schöne Sniper-Posi. Oh, man kann hier noch höher. Gute Sache. Ich will ganz nach oben. Ja, mit dem Wingsuit runter? Wir sollten erstmal in der Steuerung schauen, wie wir den Wingsuit benutzen. Auf Shift. Auf Shift im, ja, im Sprung dann. Okay, dann. Es sollte immer nur einer nacheinander runter, falls einer down geht. Ja, 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 ja.
Also, soll ich anfangen oder du? Mach's gut. Oh, es geht. Sehr schön. Was? Du kannst mich auch nicht mehr reviven, ich bin instant tot. Wie ist das denn passiert? Naja, du musst ja zum Landen deinen Gleitschirm öffnen. Ach, hab ich jetzt schon wieder diesen... Und wie öffnet man den? Auf Leertaste. Aber da habe ich nicht schnell genug reagiert. Stand auf jeden Fall unten im Bild. Jetzt bin ich schon wieder instant tot. Okay, ich werde es mal probieren. Ja, okay, ich versteh's. Meine Leiche ist weg? Ja, die ist weg, ja. Scheiße. Weil jetzt häng ich schon wieder hier, weißt du, so wie letzte. Ja, du hast gerade geruckelt. Ja, ich hänge jetzt schon wieder hier, ich kann nicht mal auf Escape wieder raus. Dann muss ich das Spiel wieder komplett beenden, ne? Ja, ich denke schon. Eieiei, okay. Bin sofort zurück. Danke, falls ein Nachbar habe ich Sip immer gehasst. Aber gut, jetzt wissen wir da Bescheid, wie das geht. Aber jetzt, wo die Sekte da ist, ist der Typ pures Gold wert. Okay. Ich habe übrigens eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Aha. Essen. Ah ja, bei mir auch. Ja, dann beenden wir die Aufnahme und essen erstmal was. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.